Wow, was für ein riesiger Kuchen. Das ist ja toll. Und was ist das? Oh, wow. Ich habe ja Oreo-Gelee bekommen. Wie cool. Ich habe eine geniale Idee. Ich werde meine Torte mit diesem Gelee hier überfluten. Das wird richtig hübsch. Oh, ich mag diese schwarze Farbe. Nein, unsere Torte wird doch nicht schwarz sein. Hier fehlt ein bisschen rosa. Ich mache eine große Kaugummiblase und fertig sind wir. Wow, das sieht ja richtig cool aus. Tatsächlich. Oh wow, das sind ja Dekoartikel. Miley, ich glaube, das ist eine neue Tortendekorations-Challenge. Moment mal, sind das etwa Doritos? Das ist ja eine komische Deko. Diese schwarze Kinderüberraschung gefällt mir da viel besser. Und ich habe rosa Macrons und ein großes Kinderüberraschungsei. Erstmal Verpackung abnehmen. Wow, das sieht ja toll aus. Und jetzt muss ich dieses Ei zerbrechen und herausfinden, was da drin ist. Oh, wie hübsch. Das ist ja eine kleine rosa Barbie. Ich mag dieses Kleid total. Barbie? Vielleicht habe ich auch eine Barbie da drin. Das will ich gleich herausfinden. Und tatsächlich? Was für eine hübsche Puppe. Ich mag vor allem dein Kleid. Ich werde meine Barbie da reinstecken. Hey, Miley. Meine Puppe sieht viel besser aus. Die gehört auf diese Torte. Nein, gar nicht. Meine sieht viel besser aus. Ups. Hast du das gesehen? Jetzt haben wir eine schwarz-rosane Barbie. Das ist ja noch cooler. Die stecken wir jetzt in die Torte rein. Sieht so hübsch aus. Womit soll ich noch die Torte verzieren? Vielleicht mit schwarzer Schokolade oder mit Doritos? Ich habe eine coole Idee. Ich nehme mir diese Spritztüte und lege da Schokoladenstückchen rein. Und jetzt probieren wir diese Doritos. Die sind ganz schön scharf. Oh, wow, was für Flammen. Puh, es hat funktioniert. Meine Schokolade ist geschmolzen. Was ist denn, Miley? Kannst du mir bitte auch helfen? Okay, nur weil du es bist. Oh Mann, das ist schon wieder scharf. Hui! Das war ganz schön gefährlich, aber es hat geklappt. Dankeschön, Tina, du bist die Beste. Jetzt können wir unsere Torte mit dieser Schokocreme verzieren. Dadurch wird sie nicht nur schöner, sondern auch noch leckerer. Du sagst es. Und außerdem haben wir unserer Puppe ein hübsches Kleid gemacht. Ganz genau. Jetzt werde ich meine Hälfte noch mit diesen rosa Macarons verzieren. Oh, sieht das hübsch aus. Toll. Und ich lege meine schwarzen Doritos auf die Torte. Die sind zwar ganz schön gefährlich, aber mit der Torte sehen die cool aus. Also ich finde, Miley, wir haben gute Arbeit geleistet. Oh, neue Deko. Wahnsinn. Ich habe hier eine ganze Kollektion an Sachen. Ich auch. So viele rosa Leckereien. Ich fange mit den rosa Marshmallows an. Was für hübsche kleine Herzchen. Super. Und ich fange mit den Oreos an. Erstmal probiere ich einen Keks. Schmeckt das lecker. Und außerdem habe ich schwarze M&Ms. Ich nehme mir einen Bonbon und klebe ihn an mein Oreo. Sieht aus wie ein Auge, nicht wahr? Diese Tortenschicht wird voller kleiner Augen sein. Miley, was machst du jetzt? Jetzt nehme ich mir diese leckeren Porky Sticks. Die sind mit Erdbeergeschmack. Richtig lecker. Ich stecke sie eine nach der anderen in die Torte rein und schon habe ich einen essbaren Zaun gemacht. Jetzt nehme ich mir noch diese Gummibärchenbänder. Die sind auch köstlich. Wow, sieht das toll aus.
Dieses Gummibärchenband habe ich noch übrig und ich werde es aufessen. Tina, du bist dran. Aber gerne. Ich nehme mir diese Pop-Rocks-Brause. Oh ja, das sieht jetzt schon gut aus. Ich will auch was probieren. Boah, ich glaube, ich habe mir zu viel in den Mund gelegt. Wow, was für ein Feuerwerk. Tina, das war richtig toll. Also, ich mache da mal weiter. Ich habe diese wunderschönen Lutscher hier. Die sehen aus wie Blümchen. Die stelle ich hinter meinen Zaun. Und schon sieht es so aus, als hätte ich einen kleinen Garten auf dieser Tortenschicht. Ich habe hier noch Schokosirup. Lecker Schmecker. Tut mir leid. Also, ich habe eine tolle Idee. Ich kippe meinen Schokosirup in diese Silikonform und mache mir daraus ein paar tolle Schokotiere. Ich muss sie nur blitzschnell einfrieren. Fertig. Oh, schaut euch diese süßen Schokotierchen an. Die lege ich jetzt auf die Torte und fertig sind wir. Miley, unsere Torte sieht tausendmal besser aus als vor zwei Runden. Das kannst du laut sagen. Die wird immer, immer besser. Ich kann es kaum erwarten, was zu probieren. Und das ist eine neue Runde. Super. Diesmal habe ich rosa Skittles und rosa Popcorn. Und du? Und ich habe schwarze Gummibärchenstäbchen und schwarze Maltesers. Cool. Schmeckt einfach mega gut. Ich glaube, ich habe mir was überlegt. Ich will diese Stäbchen in kleine Stückchen schneiden. So in etwa. Oh ja, so werden die gut aussehen. Ich glaube, das reicht. Und jetzt klebe ich sie auf meine Torte. Daraus mache ich ein kleines Katzengesicht. Oh, voll süß. Und jetzt fehlen hier noch ein paar Maltesers. Moment mal. Genau. Ich werde einfach meine Pistole mit Maltesers füllen. Sowas hat noch nie jemand gemacht. Probieren wir mal. Oh ja, es klappt. Cool. Na, dann kann es jetzt so richtig losgehen. Oh ja, es hat geklappt. Jetzt ist die ganze Schicht mit Maltesers bedeckt. Miley, du bist dran. Oh wow, wie cool. Also, ich habe Skittles. Und aus denen mache ich einen Einhornkopf. Süß. Und jetzt lege ich noch mein Popcorn drüber. Schmeckt voll lecker. Und vor allem mit der Torte wird das süß aussehen. Wow, Tina, schau dir unsere wunderschöne Torte an. Ja, also wir haben uns echt selbst übertroffen. Also ich finde, deine Seite sieht mindestens genauso gut aus wie meine. Und schau dir vor allem die Spitze an. Ich glaube, wir haben gute Arbeit geleistet. Und jetzt wird's Zeit, unsere Torte zu probieren. Darf ich bitte die Torte rausholen? Dankeschön. Mit dir werde ich spielen. Also, probieren wir mal die obere Schicht. Sieht richtig appetitlich aus. Rosa Torten schmecken nun mal wunderbar. Wow, Miley, ist das so appetitlich. Ich muss meine Hälfte auch probieren. Oh Mann, ich liebe es einfach. Jetzt nehme ich mir die zweite Schicht. Die sieht ja noch appetitlicher aus als die erste. Hier sind so viele leckere Sachen drin. Die Macarons und die Torte an sich. Oh, probieren wir mal meine zweite Schicht mit den Oreos. Oh, so schön schokoladig. Und die M&M's schmecken gut. Und die Nachos hätte ich ja fast vergessen. Oh nein, das hätte ich besser nicht getan. Das ist mega scharf. Miley, ich explodiere gleich. Bloß nicht das. Puh, gerade noch rechtzeitig. Dankeschön, du hast unsere Torte gerettet. Übrigens, das Stück war lecker. Lass uns die nächste Schicht probieren. Aber gerne doch. Schmeckt so lecker. Der Lutscher ist süß. Und mein süßer Zaun ist toll.
Und jetzt probiere ich meine Schicht. Lass mal erstmal mit diesen Schokotieren beginnen. Richtig niedlich. Oh ja, was könnte besser sein? Meine schwarze Torte ist echt der Hammer. Schaut doch nur, das muss eindeutig richtig appetitlich sein. Ich glaube, nach dieser Challenge werden die erstmal eine Zeit lang keine Torten mehr essen. Boah, wir haben alles aufgegessen. Ja, das kann man euch jetzt ansehen. Schaut euch eure Bäuche an. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss.